Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lost Ark. Ja, neben mir steht Herod, der Brieftaubenzüchter, und er ist unsere nächste Prinz Quest. Tyrain schickt dich? Unmöglich. Aha, aber natürlich. Prinz Tyrain wird endlich. Haha, dieser Mistkerl von einem Regenten wird sich in die Hose machen. Schließlich ist endlich der rechtmäßige König erschienen. Es wird Zeit, meine Hübschen zu entsenden. Mal sehen. Was zum Teufel? Alle Tauben sind krank. Oh herrje, das muss irgendeine ansteckende Krankheit sein. Das ist nicht gut. Das ist ein Notfall. Bitte bring mir etwas Kristallwasser. Das ist besonderes Quellwasser, das du auf Zagoras finden kannst. Es wirkt Wunder bei dieser Art von Krankheit. Andernfalls würde ich Prinz Tyrain enttäuschen. Bitte, ich zähle auf dich. Dazu müssen wir nach unten, aber der oben hat noch eine Quest. Ich habe das Gefühl, dass du auch ein toller Jäger bist. Liege ich da richtig? Weißt du, es gibt da einen monströsen Tiger namens Regeat in den südlichen Hügeln. Er ist so furchtlos und wild, dass er manchmal bis zur Festung kommt, nur um Leute zu verletzen. Wir haben versucht, ihn einzufangen, aber viele Leute wurden dabei verstümmelt oder getötet. Aber ich bin mir sicher, dass du dieses Monster jagen kannst. Okay, da wollte ich noch mal kurz gucken, was das eigentlich war. Im Süden. Ach so, nur ein bisschen dahinter. Ja, dann ist das doch kein Thema. So, Kristallwasser ist jetzt die Frage, wo wir das jetzt finden. Ach, lauf doch einfach mal durch, Kind, Mann. Ah, hier. Perfekt. Das ging schnell. So, jetzt ist die Frage. Das ist der Tiger. So, kann ich jetzt schon wieder machen? Hallo, lauf! Boah, ist sie nicht fähig, 2 Schritte zu gehen? Ah, also es macht ihm zwar Schaden, wenn ich das mache. Aber nicht so wirklich viel. Okay, naja, gut. Das war jetzt nicht ganz so geplant, wie ich das eigentlich machen wollte, aber okay. Gut, dann haben wir einen bösartigen Tiger erledigt. Gehen auch direkt wieder zurück. Gehen wir erstmal hier oben ab. Du hast wirklich Regeat erledigt. Jetzt können sich die Leute in der Festung auch ausruhen. Diese Kreatur hat für so viel Ärger gesorgt. Ich bin mir sicher, dass alle hier zu schätzen wissen. Ich tue es auf jeden Fall. Ah, gut, die Tauben werden sich bald besser fühlen. Ich habe die Nachrichten bereits an ihre Füße gebunden. Also musst du nur die Käfigtür öffnen. Das ist ein Wundermittel. Sobald, da ist mein Mauszeiger. Sobald die das Zeug gefressen haben, sind sie wieder gesund. Ihr alle, die ihr unter Regent Schericht leidet, eure Tage des Elends sind bald vorbei. Ich werde den Thronräuber zur Rechenschaft ziehen und die Burg Lutera zurückerobern. Übrigens, was ich gar nicht so beachtet hatte, ich habe das wahrscheinlich doch schon gemacht mit dem Ansturm, weil ohne das, glaube ich, kann ich das Handwerk gar nicht erlernen. Aber ich bin mir nicht sicher. Ein Glück. Jetzt kann Lutera neue Hoffnung schöpfen. Hey, Abenteurerin. Den Tauben geht es dank dir prächtig. Sie können jetzt bestimmt bis in jeden Winkel Lutheras fliegen. Oh, stimmt. Wie war sein Name? Amel, richtig? Ein Priester war auf der Suche nach dir. Warum gehst du nicht zu ihm? Wenn ich weiß, wo. Moment, ich bin. Mach das weg, ich sehe mich nicht. Ich glaube, ich bin da oben. Ja, okay.
Dann müssen wir wieder zurück zur Stadt. Schade, dass da keine Abkürzung. Ja, gut, es gibt eine Abkürzung. Ich könnte jetzt theoretisch hin teleportieren. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, für so kurze Strecken kann man, muss man nicht unbedingt. Ich meine, ja, habe ich auch schon gemacht und mache ich auch recht gerne, bin ich auch ehrlich. Aber ja, manchmal mache ich so, manchmal mache ich so, wie ich gerade Lust habe. So, da haben wir auch noch zwei andere Quests. Die könnten wir auch direkt mal annehmen. Sei gegrüßt, Abenteurerin. Die neuen Rekruten verirren sich manchmal in die östlichen Ruinen, wo sie getötet oder schwer verletzt werden. Es heißt, dort draußen soll es Geister geben. Könntest du ihnen die letzte Ruhe gewähren, wenn es dir nichts ausmacht? Wie soll ich das denn machen? Soll ich die töten oder was? Ich meine, das sind Geister. Okay, und... Achso, Moment, Postbote, da wollte ich noch was nachgucken. Ja, toll. Ich bin der Gilde beigetreten. Das ist ganz toll. Das hat übrigens jetzt geklappt. Informationen auch zur Auflösung der Gilde. Haben wir uns entschieden, die Mondgötter aufzulösen. Vielen Dank. Das ist natürlich Quatsch, weil ich habe das einfach nur aufgelöst, weil ich ja da gar nicht rein wollte. Ich wollte das ja nur mal zeigen. Das kann ich euch auch kurz zeigen. Ich weiß nämlich jetzt, wie es geht. Indem ihr jetzt einfach in die Gilde reingeht und dann auf Verwalten. Ja gut, ich kann es jetzt natürlich nicht machen. Ich glaube, hier oben stand das. Oder hier. Ja genau, hier steht nur Gilde verlassen. Dann stand das hier unten, glaube ich. Die Gilde auflösen. Da kann man dann draufklicken. Da steht dann irgendwas von wegen, dass man für eine kurze Zeit gesperrt ist. Das sind aber nur 2 Minuten bei mir gewesen. Und danach konnte ich deine Anfrage in unsere eigentliche Gilde hier reinmachen. Verdammt. Wusstest du, dass es östlich von hier eine Festung gibt, die nun zerstört ist? Die 5 Jahrzehnten dort wurde dort eine der letzten Schlachten gegen die Dämonen geschlagen. Während des großen Krieges. Heute weiß niemand mehr, was genau passiert ist, weil die Details mit der Zeit verloren gingen. Man erzählt sich, dass es dort einen Grabstein geben soll. Falls du an den östlichen Ruinen vorbeikommst, könntest du dir den Grabstein da genauer ansehen? Klar. Vielleicht wird das ja bei mir auch registriert. Ah, das ist auch beides relativ in der gleichen Umgebung. Das ist zumindest etwas Gutes. Dann mache ich die Hauptquest. Ja. Normalerweise würde ich sagen, ich mache die Hauptquest jetzt. Es kann natürlich sein, dass wir dann ja trotzdem dahin müssen. Aber das schickt uns dann bestimmt irgendwo zum anderen Gebiet hin. Siege die Geistritter ist 2. Und Grabstein ist dann das Kleine. Okay. Wie viel muss ich denn? 15 Stück. Okay, wo seid ihr? Geistritter, Geistritter. Hallo? Sonst laufen mir immer so viele Gegner beim Weg. Und jetzt brauche ich euch mal. Komm. So, ich könnte jetzt hier stehen bleiben. Ich denke mal, die kommen gleich wieder. Ne, da sind auch nochmal welche. Nehmen wir doch die. So, hier unten habe ich doch gerade noch welche gesehen. Nicht? Hallo? Geistritter, ich brauche noch 6 von euch. Nein, bleibt doch mal stehen. Das war nicht das, was ich drücken wollte, aber egal. Funktioniert auch. Ah, jetzt sind wir wieder zurück. Okay. So, die haben wir. Mal gucken. Hier durch. Und dann durch hier. Ich werde bis zu meinem letzten Atemzug nicht rasten. Für meine Familie, Freunde und die zukünftigen Einwohner dieses Landes.
Okay. Keine Ahnung, warum, wieso, weshalb. Eigentlich könnten wir da jetzt mal eben hinporten, oder? Es geht immerhin viel schneller. Sache, manchmal habe ich da keine Lust drauf, manchmal mache ich das. Achso, das ist immer noch drin. Wo sind wir denn hier? Ah, da steht also auf dem Grabstein. Ich verstehe. Sie mögen zwar vor 5 Jahrzehnten gelebt haben, aber sie waren nicht anders als wir. Sie machten sich alle Sorgen um ihre Familien, Freunde und Kinder. Ich habe für diese Männer nichts als den größten Respekt übrig. Dank ihrem letzten Kampf gegen die Dämonen existieren wir heute überhaupt erst. Das gibt mir Mut. Danke, Abenteurerin. Ich werde auch den anderen Soldaten davon erzählen. Solange ich dir Mut einflößen kann, ist alles gut. Okay. Der? Nein? Ich wollte zu dir. Warst du schon bei den östlichen Ruinen? Ich hatte mir schon Sorgen gemacht wegen all der Soldaten, die dort verletzt wurden. Dank dir werden die Soldaten nun etwas weniger leiden. Ich danke dir erneut zutiefst. Ah. Ein Stufen auf Stick. Ja. Welche Fähigkeiten haben wir denn überhaupt? Das mit dem... Das haben wir gar nicht drin, ne? Glaube ich. Das ist... Naja, das ist eigentlich... Das mit dem Wasser, das benutze ich eigentlich immer. Ja, gut, das ist... Aber das ist das, was ich drin habe, ne? Ja. Dann nehmen wir das einmal. So, dann machen wir mal mit der Hauptgeschichte weiter. Ah, da bist du ja. Die Versorgung der Vergifteten in der Zagoras-Festung ist fast abgeschlossen. Allerdings scheinen sie nur noch über wenige Vorräte zu verfügen. Der Mangel an Eisen für die Waffenherstellung macht es allen besonders schwer. Ein Mann namens Mehan sagte mir, dass es eine verlassene Festung in der Nähe gäbe. Er meint, es soll dort zurückgelassene Waffen aus einem früheren Krieg geben, die er bergen wollte. Allerdings wäre es zu riskant, die Soldaten zu entsenden, die sich noch von ihrer Vergiftung erholen. Könntest du anhand der Soldaten losziehen und die Waffen besorgen? So. Ich bin gerade etwas kurzatmig, weil ich im Riesengalopp die Treppe... Ja, ich wusste, das ist da in der Gegend. Im Riesengalopp die Treppe runter und wieder hochgestürzt bin. Also ich weiß nicht, ob man es auf der Aufnahme hören konnte, aber es hat gerade geklingelt. Die Post wollte mal wieder was vorbeibringen. Haben zwar gesagt, sie kommen nicht vor 1 Uhr, aber Hauptsache immer mitten in meiner Aufnahme klingeln. So, jetzt müssen wir mal schauen. Sammle alte Waffen. Muss ich aber wahrscheinlich so sammeln, ne? Ah. Alte Waffen, alte Waffen. Wo seid ihr denn? Oder muss ich die jetzt von den Rittern sammeln, oder was? Hä? Sammle alte Waffen. So langsam, ich muss die von den Rittern sammeln. Warte mal. Ah, ja, okay. Dann muss ich wieder gegen die... Oh, das war die falsche Reihe, aber okay. Ja, gut. Das wusste ich jetzt nicht. Zwölf. Drum, drum. Drei Gegner brauche ich noch. Hallo. Oh, das reicht eigentlich. Das brauche ich gar nicht mehr. So, perfekt. Ja, da reiten wir jetzt zurück. Ich weiß nicht, warum ich manchmal reite und manchmal porte, aber... Ich dachte eigentlich, okay, die Aufgabe ist jetzt erledigt. Der Porten wird zurück in Ruhe. Und dann war die Aufgabe doch nicht erledigt. Ja. Habe ich jetzt heute mal ein bisschen blöd angenommen. Na, komm, geh hier rein. So. Der ist wir hier. Haben zu viel verloren. Woher wusstest du von der Eisenknappheit?
Mihan wollte sich gerade darum kümmern. Dank dir können sich unsere Soldaten noch etwas erholen. Ich stehe weiterhin in deiner und Pater Amels Schuld. Ich weiß nicht, ob ein einfaches Siegel da ausreichen würde. Ich kam zur Zagoras-Festung, um Truppen zu versammeln, die an meiner Seite kämpfen würden. Zum Glück haben sich viele freiwillig gemeldet. Allerdings sind sie noch nicht richtig ausgebildet. Wenn sie sich so in die Schlacht stürzen, werden sie sofort niedergemetzelt. Ihr Übungshauptmann Mark gibt sein Bestes, aber wahrscheinlich kann er diese Last nicht alleine schultern. Könntest du zu Mark gehen und ihm beim Training helfen? Tut mir leid, dass ich dich immer wieder um solche Gefallen bitte. Allerdings brauchen wir gerade dringend jemanden mit deinen Fähigkeiten. Ich werde mich auf den Zug der Truppen vorbereiten. Triff mich am hinteren Außenposten, wenn das Training abgeschlossen ist. Bitte, ich zähle auf dich. Ja, ist das jetzt der, wo ich hin soll? Nee, ich soll hier... Lied der Tapferkeit. Okay, er ist es nicht, aber den nehmen wir auf jeden Fall auch an. Er oder sie, ich weiß es ja nicht. Oh Mann, das ist schwer. Entschuldigung, Abenteurerin. Könntest du mir zur Hand gehen? All die Steine dort zu bewegen, ist ziemlich anstrengend. Scheint, als ob die Assassinen, die hinter dem Prinz her waren, ein Loch in diese Mauer gegraben haben. Wir wollen es ein für alle Mal verschließen. Okay. Dann, wo sind denn die Steine? Die meinen die aber nicht hier. Hallo. Da sind sie doch. So, da steht jetzt nur E. Jetzt muss ich mal gucken, mit Q oder mit R konnte man das ablegen. Okay, mit R. Das sollte reichen. Nächstes Mal kommen sie nicht so einfach durch. Ja, ein so ein großer Stein hält unheimlich viel aus. Es war hart für all die verwundeten Soldaten, so viele schwere Steine zu tragen. Was für eine Erleichterung. Dank dir ist alles sehr gut gelaufen. Vielen Dank. So, was haben wir denn? Da müssen wir noch hin. Lalalala. Das heißt, dass unser nächstes Ziel wahrscheinlich dann links liegen wird, nehme ich an. Warum sind die Speere so schwer? Ja, warum sind die Steine so schwer? Ne? Also. Warum habe ich mich nur freiwillig für die Armee gemeldet? Warum ist jemand zu doof? Du hast Prinz Tyrain gerettet, was? Dein Ruf eilt dir voraus. Er macht sich auch Sorgen ums Training. Seine Majestät kümmert sich wirklich um sein Volk, nicht wahr? Dennoch bin ich etwas enttäuscht, dass er den guten alten Mark unterschätzt hat. Das Training ist bereits abgeschlossen. Das einzige Problem ist die Moral. Es gibt doch nichts Besseres als Musik, um die Soldaten aufzureitern. Aber ich habe immer noch keinen Ton von diesem Malla gehört, obwohl ich ihm schon vor Ewigkeiten gesagt habe, er soll Musik spielen. Du, tut mir leid, aber könntest du nach Malla sehen? Er ist der Kerl dort drüben. Und mir ist es egal, ob du ihm in den Hintern treten musst. Bring ihn dazu, Musik zu spielen. Ja, der Kerl dort drüben. Also gut, wenn er die 2 Meter nicht gehen kann, dann muss ich das natürlich machen. Wer bist du? Warum wolltest du mir in den Hintern treten? Wer hat dir das denn erzählt? Oh, Hauptmann Mark. Wie peinlich. Ich habe Halsschmerzen, deshalb kann ich nicht Trompete spielen. Ich bin stark erkältet, weißt du? Na, so hat er sich aber nicht angehört. Warum siehst du mich so an? Eine Erkältung ist eine schreckliche Krankheit. Ja, für Männer schon. Ich fühle mich, als würde mir die Kehle rausreißen. Jedes Mal, wenn ich in meine Trompete blase. Also, wenn du für mich spielen willst, dann bring mir wenigstens ein paar Kräuter von dort drüben. Achso, wenn du mich spielen hören willst, so. Ich habe gehört, dass die Silberbuschblätter besonders effektiv sein sollen. Warum ich sie mir nicht selbst geholt habe? Ich, wollte faulenzen. Sei still und hol mir einfach diese Kräuter. Ja. Sagen wir mal nichts zu. Achso, hier. Hallo, wieso ist der Busch jetzt weg, ohne dass ich was bekommen habe?
soll der Quatsch? Und ich sehe hier gerade noch was. Wir haben einen Mokosamen. Nun, das fühlt sich schon etwas besser an. Kennst du das Lied der Tapferkeit? Die Nationalhymne von Luthera? Nein? Dann hör zu. Selbst der tapferste Mann Lutheras kann nicht umhin, etwas nervös in seiner ersten Schlacht zu sein. Als ich ein neuer Rekrut war, spielten mir die erfahrenen Soldaten immer dieses Lied vor. Es hebt den Geist und beschleunigt deinen Herzschlag, musst du wissen. Du glaubst mir nicht, was? Ob du es glaubst oder nicht, meine Vorführung ist ziemlich hoch angesehen. Also hör gut zu. Ja, wir können natürlich jetzt gerade nichts hören, weil ich aus lizenzrechtlichen Gründen natürlich sämtliche Musik ausgeschaltet habe. Deswegen genießen wir einfach mal den tonlosen Anblick und schauen, wie die Soldaten alle zuhören. Nun, wie hat dir das gefallen? Wenn es dir gefallen hat, warum lernst du es nicht selbst? Der Stolz von Luthera, das Lied der Tapferkeit. Lied der Tapferkeit, das lernen wir jetzt mal. So, Moment, F2 war das, glaube ich. Die anspornende Hymne von Luthera. Da habe ich die Emotions drin. Ich könnte mal in der dritten einfach mal so diese ganzen Notenblätter machen. So. Aber ich möchte ja mit dem ersten kämpfen. So. Warum habe ich mich... Das wusste ich schon, bevor du zu mir kamst. Ich konnte die Soldaten bis hierher summen hören. Gute Arbeit. Ich wusste, dass dieser Maler faulenzen würde. Ich sollte ihm bald mal die Leviten lesen. Prinz Thirain befindet sich am hinteren Außenposten. Könntest du ihm berichten, dass das Training abgeschlossen ist? Ich würde ihn dahingehend sehr gerne beruhigen. Natürlich, natürlich. Da oben. Da reiten wir jetzt noch schnell hin. Kommen wir da rum. Was haben wir denn hier wieder für komisches Zeug im Weg? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Die habe ich vorher noch nicht gesehen. Sehr schön. Da kann man anscheinend nichts mehr machen oder zumindest jetzt noch nichts mehr machen. Es ist vorbei? Mark ist wirklich großartig. Ich hätte das in so kurzer Zeit nicht geschafft. Es wäre mir unmöglich gewesen, all das in so kurzer Zeit zu bewerkstelligen. Ich muss noch so viel von jenen um mich herum lernen. Damit sind auch du und Pater Amel gemeint. Ich kann euch beiden gar nicht genug für eure Hilfe danken. Wir werden den Nachwuchs nach Lake Bar bringen. Dort werden wir uns mit dem Rest unserer Truppen zusammenschließen. Wir stünden tief in eurer Schuld, wenn du und Pater Amel uns begleiten könntet. Das Dorf hat einen wunderschönen See. Es ist die Reise wirklich wert. Okay. Ich soll nach unten gehen. Das heißt dann aber für mich, dass ich jetzt erstmal nicht nach unten gehen werde, weil, mit einem Blick auf die Uhr, diese Folge erstmal hiermit beendet wird. Nach Lake Bar gehen wir dann in der nächsten Folge. Und ich freue mich schon drauf. Bis dann. Ciao.